Ja, hallo, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Psychotherapeut, und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Wenn du meine Kurse suchst, wie du aus diesen elendigen Beziehungsmustern dich mehr rausarbeiten kannst, schau mal auf liebeschipp.de, Selbstliebe-Challenge geht auch bald wieder los, die Basic. Und heute gibt es Teil 2. Sozusagen zu dem Video Beschreibung einer Heiß-Kalt-On-Off-Beziehung, was ich glaube ich vor einer Woche oder so gemacht habe. Ich verlinke das auch nochmal hier drunter. Und jetzt gibt es eine zusätzliche Information zu. Und ich würde gerne mal die Rolle beleuchten, die jeder, auch der Pluspol, darin hat. Ich meine, das ist manchmal, ich hoffe, ich bin da nicht zu hart, aber also ich habe das Gefühl, das nützt auch nichts, wenn man da immer wieder weich drüber bügelt, weil dann kommt man eigentlich nicht weiter so. Aber ich, ja, schauen wir mal. Gut. Also nur mal zur Erinnerung, es war eine 3-jährige Beziehung mit einer Frau, die sich immer so klassisch sagen würde, bindungsängstlich verhalten hat, mal sehr zugewandt, mal sehr kritisierend, abgewandt, zurückweisend. Mit auch diversen On-Offs und immer wieder Hoffnung auf der Seite des Mannes, dass sich da was ändert. So, und er schreibt heute, der Mann, das Idealisieren von toxischen Beziehungen. Ich möchte mal einmal auf meine E-Mail von letzter Woche, Beschreibung einer Heiß-Kalt-Beziehung, und nochmal auf ein Problem eingehen, was nach einer endgültigen Trennung einer Hot-and-Cold-Partnerin psychisch passiert und um Lösungsansätze bitten. Also Lösungsansätze sind ja in meinen Modulen, kann ich jetzt nicht alle hier beschreiben. Es geht erstmal darum, auf Null Kontakt zu gehen, Bettner trennen, dafür zu sorgen, dass man nicht mehr dran denkt, so viel aufarbeiten, wo man diese Anziehungspunkte in diesen Beziehungen und nur, was ich niemandem abnehmen kann, also das, da bringt auch. Also jeder muss für sich einen Punkt finden, wo er sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll, zumindest von dieser Beziehung erstmal, ne? Ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll und will da jetzt auch nicht mehr Energie reinsenken. So. Den Punkt, also diese Entscheidung, die kann nur jeder für sich treffen, die kann ja auch niemand abnehmen. Ne? Ich habe viele Gespräche mit Menschen, die dann sagen, ja, ich will, dass dieser Schmerz aufhört, aber ich will nicht diese Person jetzt vom Sockel holen irgendwie, ne? Oder eigentlich am liebsten würde ich das irgendwie weitermachen, was ja auch so ein Thema sein kann. Ja, dann hat man diesen Schalter im Kopf halt noch nicht umgelegt, wo man sagt, oh, jetzt reicht's wirklich, ne? Jetzt reicht's wirklich. Aber ich hoffe, ich kann da nochmal ein paar Impulse bringen. So, in meiner vorigen Mail vernachlässigt ja ein paar Details, die Ausmaß einer solchen Beziehung noch einmal verdeutlichen. Also schauen wir uns gerne an, weil die Details aus meiner Sicht, nur aus meiner, sind diese Details eigentlich unwichtig, weil die Beziehungen laufen, immer gleich. Also wenn ich jetzt mit jemandem reden würde, ich weiß eigentlich nach 5 Minuten, was es für eine Beziehung ist. Und das ist jetzt nicht, weil ich so super schlau bin oder so. Bin natürlich auch. Aber weil, klar, mit einer gewissen Erfahrung sieht man einfach, dass die alle gleich laufen. Ne? Das ist eben Täter-Opfer-Beziehung, toxische Beziehung, wie auch immer man das nennt jetzt. Und sicherlich gibt es bei der einen Beziehung 3 Offs, bei der anderen 4 Offs, dann bei der einen hat die Frau dies gemacht oder der Mann jenes. Ja, aber man bleibt, solange man da ist, bleibt man dieser Täter-Opfer. Also nimmt man so in dem Fall die Opferrolle an, was erstmal unvermeidlich ist, das muss ja erstmal klar werden. So. Aber das bringt ja nicht weiter. So, ne? Das ist immer noch, also der andere hat mir was getan, das ist ja, was ich gestern sagte, 3D versus 5D Beziehung, das ist immer noch diese 3D-Denke, wo man sagt, ja, jemand anders hat mir was getan, aber warum war ich, also es gibt eigentlich in toxischen Beziehungen nur eine Frage, also, und ob in toxischen, narzisstischen Beziehungen, es gibt nur eine einzige Frage. Warum
war ich ein Match dafür. Das ist die einzige Frage, die es gibt. Es ist nicht die Frage, warum hat der andere das gemacht? Wer weiß das schon? Wie empörend es ist, was der andere gemacht hat. Ich weiß, also ich kenne diese Emotionen alle, die sind auch super menschlich und die hat ehrlich gesagt jeder. Ne? Nur geht ja hier nicht darum, jetzt weiter dieses immer Gleiche zu bespielen, was ja auch viel passiert, sondern ich möchte gerne ja eben Lösungsansätze liefern, ja, raus aus dieser Opferrolle, sondern einfach diese eine Frage sich fragen. Warum war ich ein Match dafür? Warum habe ich Anziehungspunkte für so eine Beziehung? Warum war ich da drin? Warum war ich da vor allen Dingen 3 Jahre drin? So, denn mein Selbstvertrauen war vor jener Beziehung keineswegs besorgniserregend. Ja, ich kann das verstehen. Also ich kann das jeden Satz verstehen, der jetzt kommt. Nur es bringt nichts. Also offensichtlich warst du ein Match für diese erneute, also vielleicht erneute, weiß ich jetzt gerade, was du vor Beziehung hast. Du warst ein Match für diese Beziehung. Und ob man das jetzt analysiert nach Selbstvertrauen oder nach Kindheitserinnerungen oder nach meinetwegen, weiß ich nicht, dieses Süchtige, was in diesen Heiß-Kalt-Beziehungen entsteht oder Co-Abhängigkeit, es ist wurscht. Aber warum? Also, aber du warst ein Match für diese Beziehung. Es entsteht oft der Eindruck, dass lediglich Menschen mit geringem Selbstwert in solche Beziehungen rutschen, wenn man sich näher damit beschäftigt. Das ist, glaube ich, jetzt nicht, was ich so üblicherweise sage. Ich sage immer, beide hatten offensichtlich ein Thema mit Selbstliebe, Grenzen und beide haben sicherlich so ein Bedürftigkeitsthema, aber mal ehrlich, wäre das nicht. Ne? Aber tatsächlich, ja, ziehen sich häufig leere Eimer an oder auch der Versuch, sozusagen in jemand anders den Heiligen Gral zu finden, so irgendwie. Ne? Aber auch das, also natürlich sind diese Beziehungen Selbstwertcrasher, das sage ich ja immer wieder, dass man vorher einen viel höheren Selbstwert hatte als danach, also das ist auch keine Frage. Toxische Beziehungen sind Selbstwertcrasher. Aber jetzt kannst du natürlich, aber wenn du jetzt sagst, ich war vorher kerngesund und diese böse Frau hat mich jetzt 3 Jahre festgenagelt in dieser Beziehung, also schreibst du jetzt nicht, aber ich übertreibe mal, das stimmt aber nicht. Du warst freiwillig in dieser Beziehung. Ja, sie hat dich vielleicht irgendwie falsch informiert, an der Nase rumgeführt. Aber seit, wenn ich recht entsinne, ist sie ja jetzt auch nicht fremdgegangen oder so. Und ja, sie hat mal dies gesagt, mal jenes gesagt, was Minuspole halt so sagen. Und es kann gut sein, dass du auf deinem weiteren Weg auch mal in einer Minuspolrolle bist und dann plötzlich alles verstehst. Wenn du auf einmal, kann sein, dass du auf einmal mit einer emotional verfügbaren Frau ja, selber ambivalent wirst, selber dich vielleicht plötzlich nicht mehr so mega verliebt fühlst und dann verstehst du vielleicht, wie der andere das gemacht hat. Ja. Aber das bringt jetzt nicht zu sagen, ich war kerngesund. Also das ist, ich weiß jetzt leider kein besseren, verzeiht mir bitte, kein besseres Wort dafür. Das ist diese Opferhaltung. Der andere hat was mit mir gemacht. Vorher war ich kerngesund, jetzt bin ich im Wrack. Der andere ist schuld. Keiner, also du bist nicht schuld, sie ist nicht schuld. Ihr wart zusammen in einer Beziehung und habt eure Anziehungspunkte, die ihr miteinander hattet, habt ihr ausgespielt. Das wird einen Grund haben, den müsst ihr rausfinden. Also sie interessiert es ja scheinbar nicht, aber du musst es rausfinden. Warum hat es mich da 3 Jahre drin gehalten? Warum bin ich nicht früher ausgegangen? Warum, und auch, man muss das jetzt auch nicht in so ein Drama rein, man kann das auch mit einem lachenden Auge sehen, kann sagen, oh Mann, das war echt 3 Jahre Achterbahnfahrt. Muss es jetzt auch gar nicht so sehen wie 3 verschenkte Jahre oder so. Also, du hast 3 Jahre gelebt. Und wie gesagt, was ich ja schon die ganzen letzten Tage sage in meinen Videos, es hat auch so einen crazy, diese ganzen toxischen Gefühle zu durchleben, hat auch so eine eigene Craziness, die auch irgendwie
ja, also was hat, aber es macht die Seele halt nicht glücklich, ne? So, aber das kann ich nicht bestätigen. Ich beginne mal mit dem etwas unangenehmen Selbstbeweihräuchern, um die Folgen zu verdeutlichen. Ja, du siehst es ja eigentlich schon sehr. Ich habe oder vielmehr hatte ein recht gesundes Selbstbewusstsein, halte mich für attraktiv, schlagfertig, bin beliebt, komme auch bei Frauen an, Menschen fühlen sich in meiner Nähe wohl, lachen über mein Gelaber und bitten mich um Rat in Lebenskrisen. Auch im Beruf bin ich erfolgreich, von Kolleginnen hin und wieder recht deutliche Signale bekomme ich gesendet. Ja, enjoy, dann genießt doch jetzt das Leben, ey. Dazu bin ich XY-Beruf und bilde mir ein gewisses Charisma inne zu haben. Und ganz wichtig, ich war nie jemand, der klammert. Ja, also ob dir das jetzt gefällt oder nicht, in dieser Beziehung hast du geklammert. Das weißt du auch. Jetzt kann man das, also man kann diese Beziehung nie, man kann die nur als Paar sehen. Du hast natürlich auch geklammert, weil sie sich entzogen hat. Aber sie wird vielleicht auch sagen, ich habe mich entzogen, weil du geklammert hast. Also wo will man da anfangen, ne? Was jetzt auch nicht heißt, dass du schuld bist an dieser Dynamik. Sie war sehr heiß, kalt, on, off und dann natürlich entsteht dann leicht Klammern, nur trotzdem bist du derjenige, der in dieser Beziehung auch geklammert hat. Und jemand, der klammert, hat per se auch ein Thema mit ich bin mir selbst nicht genug. Ob man es wahrhaben will oder nicht, ist eine andere Frage, wollte ich auch immer nicht wahrhaben, aber so, genau, es kommt sogar noch. Man zweifelt jeden Tag, ob man genug ist. Ja, das kannst du nicht dieser Frau unterschieben. Das sind deine Emotionen. Also sie holt es raus. Ja, aber es sind deine Emotionen. Wenn die Partnerin dann von ihrer äußerst schwierigen Beziehung zu ihren geschiedenen Eltern, das spielt, das kommt wieder, das spielt, ich weiß gar nicht, was ich ja noch sagen soll, es spielt keine Rolle, was eure Partner für eine, es ist egal, was sie für eine Kindheit haben. Also, man kann aus einer bestimmten Kindheit, es gibt Leute, die hatten eine beschissene Kindheit, also trotzdem tolle Partner. Sicherlich gibt es da einen Zusammenhang. Aber was bringt das denn? Jetzt habe ich jemanden, der sich aus meiner Sicht extrem schwierig, vielleicht egoistisch verhält in einer Beziehung. Ja, jetzt weiß ich noch, die hatte auch eine schwierige Kindheit. Was ist denn gewonnen? Nichts. So, nach außen wirkt sie selbstbewusst, tough, schlagfertig, witzig, bezaubernd. Ja, sehr verliebt scheinbar. Aber hinter verschlossenen Türen überschattete eine Grundmelancholie die Beziehung, depressive Phasen, die angeblich durch berufliche Rückschläge hervorgerufen wurden. Ich sag ja, ihr Männer, die mir schreibt, ihr hattet alle die gleiche Frau. Es ist immer diese emotionale, ein bisschen wackelige Frau, die dann gerettet werden muss. Und das ist ein Muster. Also, du und auch andere Männer hört auf, Frauen retten zu wollen, die emotional ein bisschen instabil sind. Also, das ist deren Sache. Ihr könnt ja ein liebevoller Partner sein, aber ihr könnt, sollt, dürft, müsst, braucht sie nicht retten. Das funktioniert nicht. Es ist ja in diesem, gibt es ja mal dieses schöne Bild, das ist wie wenn eine Frau in tosenden Fluten ist und ihr rettet sie. Und kaum seid ihr am Strand und gebt ihr eine Tasse Tee, rennt sie wieder ins Wasser und geht wieder in den Wellen unter. Ihr rennt wieder und rettet sie und irgendwann seid ihr völlig erschöpft und dann würdet ihr wirklich auch verlassen. Das funktioniert nicht. Ja. Sie ließ sich gehen, nur noch Schlabberlook. Ja, das, auch das weist alles hin auf Polaritätsthemen in eurer Beziehung, aber guckst dir doch einfach an, ohne dass du dich selber abwertest oder einfach ohne Ego angucken. Oh, was ist da Crazyes passiert? Das wäre die richtige Haltung. So, ne? Nicht, oh, was habe ich da verbockt oder was hat sie verbockt? Nein. Wir sind Menschen, wir verbocken jeden Tag irgendwas. Jeden verdammten Tag verbocken wir irgendwas. So, dazu spielte die Beziehung zu ihrem Ex generell eine bedeutende Rolle, der sich stets auf Abstand hielt. Es immer wieder zu heftigen Konflikten kam und sie auch während unserer Beziehung nicht gänzlich loslassen konnte. Ja, hier hast du ein Thema mit mangelnden Grenzen. Du hast dieser Frau nicht die Grenzen gezeigt. Du hast nicht, also liebevolle Grenzen, ne? Du hast jetzt nicht gesagt, das geht nicht für mich. Und das ist jemand, was ich immer wieder sage, zu dir war sie ein Minuspol, zu diesem anderen Mann ist sie ein Pluspol. Weil der noch mehr Minus bist, das ist alles relativ. So, jetzt kann sein, dass du irgendwann auf deiner Entwicklung, und das ist auch Weiterentwicklung, dass du irgendwann so viel an dir vielleicht gearbeitet hast, oder ich weiß nicht was, oder das Universum, oder du hast gerade noch irgendwelche anderen Anziehungspunkte, die das Universum bespielt, dann kommst du an eine Frau, die noch plussiger ist als du jetzt gerade.
Ja, meinst du, da bleibst du im Plus, dann gehst du ins Minus. Also du kannst dich nur zu so einer Frau so verzehren, die emotional nicht verfügbar ist und die nicht so richtig auf dich steht, gerade aus welchem Grund auch immer, weil sie noch am, vielleicht weil sie noch am Wechseln. So, in dem Moment, wo du die gleiche Frau, emotional verfügbar, du hättest nicht diese Emotionen. Du würdest dich nicht so danach verzehren, das kann man nur machen, wenn der andere nicht verfügbar ist. Und bei einer verfügbaren Partnerin würdest du vielleicht merken, oh, ich hätte auch ein bisschen Bindungsangst. Ich habe passive Bindungsangst. Wie kommt der jetzt raus bei einer verfügbaren Partnerin? Und dann wird es spannend, ne? So. Später erfuhr ich, dass der SMS-Kontakt wohl länger war als gedacht. Ja, das ist leider meistens so. Auch persönlich trafen sie sich, was sie mir auch mitteilte. Ja, da hast du ein Grenzthema. Also Standardsthema. Angeblich rein freundschaftlich, ja, hör auf dein Bauchgefühl. Nun wollte ich hier ein besserer Partner sein. Hier geht's los, du musst kein besserer Partner sein, du sollst nur du sein. Das kannst du dieser Frau nicht anlassen, dass du der Meinung bist, du bist so, wie du bist, nicht gut genug. Du musst jetzt auch noch ein besserer Partner sein, weil so funktioniert Beziehung nicht. Beziehung funktioniert so, also, dass man so ist, wie man ist. Und das ist gut genug. Du bist auch gut genug. Du bist gut genug. Du musst nicht besser sein als der andere. Und außerdem sage ich immer wieder, wenn ihr eine Frau oder manche Frauen fragt, wie sieht euer idealer Partner aus? Ja, vielleicht würde jemand beschreiben, ja, jemand, der immer versucht, ein toller Freund, ein toller Liebhaber, nett die Tür aufhält und Gentleman und mir immer Geschenke macht. Und dann fragt sich die Frau vielleicht, ja, mit wem bist du gerade beschäftigt? Dann ist es vielleicht der coole Motorradtyp, der immer irgendwo rumsteht, sie nur so halb beachtet oder ich weiß es nicht. Also so funktioniert Anziehung und Attraktivität nicht. Das ist, wenn James Bond, ich kriege jetzt wieder böse Kommentare, ich weiß, aber wenn James Bond sagen wollen würde, ich versuche jetzt mal ein besserer Liebhaber zu sein für diese Frau als der davor, wäre nicht James Bond. James Bond denkt, natürlich bin ich der Geilste, so wie ich bin. Ich muss gar nicht wissen, wie der andere war, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich muss auch nicht besser sein, weil ich bin so, wie ich bin, gut genug. Ist natürlich in der Realität, haben wir alle diese Themen, ne? Aber wenn du hast mir jetzt geschrieben, um dich weiterzuentwickeln, du brauchst nicht besser sein, es reicht einfach, wenn du bist. Völlig ausreichend. Das Gegenteil sein von dem, was die Ex-Partner ihr gab. Ja, also das ist in all diesen Beziehungen, wo die Männer mir schreiben, ist es immer so, dass der Mann die Frau retten wollte. Immer, 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 immer. Hör auf damit. So, Nähe, Geborgenheit, Zärtlichkeit, sich zu ihr bekennen. Was du auch mal überlegen müsstest, wie fühlt sich das vor allem für deine Partnerin? Könnte es nicht sein, dass ich das müssen. Und ich gebe dir jetzt, auch du hast nicht die Schuld, ne? Überhaupt nicht. Aber könnte es nicht so sein, dass diese Haltung sich auch mal ein bisschen erdrückend anfühlt, vielleicht, für deine Partnerin? Dass du sie zu sehr zum Zentrum deines Lebens machst, vielleicht, anstatt deinen Job, deine Mission? Man fühlt sich verantwortlich als Partner, als Freund. Man liebt diese Frau so sehr, würde alles für sie tun. Ist es Liebe oder ist es Bedürftigkeit? Ist es Liebe? Oder ist es den anderen auf Podest stellen? Ist es Liebe oder ist es Liebessucht, in Anführungsstrichen? Gerade weil sie sich mir gegenüber so offen zeigt, ja, aber das tut sie ja. Ja, also am Anfang vielleicht, ja. Das habe ich als absolut Liebesbeweis empfunden. Ja, das ist, auch, wie gesagt, diese Männer hatten die gleiche Frau. Das ist, das ist eine Frau, die auch in guten Phasen hervorragend, also das perfekt bespielen kann, diese weibliche Polarität, aber in schlechten Phasen eben nicht. Und ich würde Menschen, also die heiß und kalt spielen, würde ich nach den kalten Phasen beurteilen und nicht nach den hotten Phasen. Ich sage das immer wieder. Natürlich hat jeder Mensch hat gute Tage. Jeder. Also auch jeder böse Mensch hat gute Tage. Das ist nochmal ein. Also wenn jemand nur schlechte Tage hätte, wäre man natürlich nicht mit dem zusammen. So, ne? Aber es kam so wenig zurück. Ja, da widersprichst du ja fast. Ne? Sie versuchte, kleine Details an mir zu verändern. Ja, das ist jetzt halt typisches Minuspolverhalten durch mehr oder weniger versteckte Kritik an meiner Person oder meinem Verhalten.
Um es abzukürzen, ich näherte mich so viel mehr an ihren Lebensstil an, als sie an meinen. Ja, und ist das attraktiv? Meinst du in einer Beziehung, wo du dich verbiegen musst, um geliebt zu werden? Das wird glücklich. Und meinst du nicht, dass dieses Thema versteckt vielleicht auch schon vorher da war und diese Frau aus dem rausgeholt hat vielleicht? Oder ist sie daran schuld jetzt wirklich? Ich verbog mich immer mehr, was auch im Freundeskreis auffiel. Ich begleite sie zu Veranstaltungen, die mich nicht direkt interessiert. Das ist nicht attraktiv für sie. Nochmal, ich wollte, dass sie mich als den Richtigen ansieht. Allein diese Haltung ist in sich nicht attraktiv. Da könnt ihr mir alle sagen, was ihr wollt. Weil ich so unfassbar verliebt war. Ja, ich verstehe das, dass du verliebt warst, aber es ist das Problem im Pluspol in diesen toxischen Beziehungen, dass es so eine Dauerverliebtheit ist, aber man kommt nie in diese richtige, ruhige Liebe ein, weil eine ruhige Liebe fühlt sich nicht an wie dieser chemische Mega-Bomben-Cocktail, wo es noch mehr, das ist, ja, fühlt sich in toxischen Beziehungen im Pluspol dauerverliebt, ja, heißt das, dass es eine gute Beziehung ist? Nein! Heißt unfassbar nicht verliebt auch manchmal Liebessucht? Ja! Diese Ambivalenz zwischen charismatisch, fröhlich, bezaubernd, ja, ich verstehe das, dass sie in guten Momenten großartig war. Und trotzdem hat sie dich wahnsinnig gemacht. Also, nimm es an, in Liebe, in Frieden, war eine verrückte Zeit, habe ich auch mal erlebt, sowas. Ja, aber war es nachhaltig? Nein! Hat sie dich genug geliebt? Nein! Tut es deiner Seele gut? Nein! So, wenn Menschen um uns herum waren, gut, das ist ja oft bei Menschen, die dauerhaft im Minuspol sind, dass sie super Fassade haben, aber ja, in eigenen vier Wänden kommt etwas anderes raus, ne? Und melancholisch distanziert und nachdenklich hinter verschlossenen Türen. Das faszinierte mich. Man denkt, man bekommt das volle und intensive Programm exklusiv, aber je mehr man in diese Beziehung investiert und möchte, dass sie bitte funktioniert, desto mehr rückt man von sich weg. Ja, genau. Man verliebt sich mehr und mehr und entfernt sich von sich. Es ist im wahrsten Sinne verrückt. Ja. Und da sie nicht in der Lage war, mir das Gefühl zu geben, dass unsere Liebe stabil sei, ja, das hängt alles zusammen. Gerade weil sie nicht stabil ist, konntest du immer mehr sie auf den Podest stellen. Also verstehe es, dass es zusammenhängt. Das geht mit einer Frau, die hotteste Frau der Welt, wenn die emotional verfügbar ist. Es ist nicht möglich, sich so zu fühlen. Es geht nicht. Und wenn du das immer wieder, du kannst es suchen, nur dann akzeptierst, dass es so ist. Du kannst dieses crazy, dauerverliebte Gefühl, das kannst du immer wieder suchen in der Beziehung. Nur es wird immer wieder so eine Frau sein. Entscheide dich. Ich sage dir plötzlich häufiger, dass ich sie liebe, was ich in vorigen Beziehungen äußerst selten tat. Ja, ich sage ja immer gern, solange man es nicht durchschaut, hält man immer den gleichen Abstand. Entweder man läuft hinter jemandem her, der wegläuft, oder wenn jemand mehr da ist, dann läuft man selber mehr weg. Das ist immer der gleiche Abstand. Ne? Ein neutrales Ich dich auch, musst du dann genügen. Ja, aber sie kann auch sagen, was sie will. Also du sagst doch, ich liebe dich nicht, um es zurückzuhören. Ich meine, das machen die meisten, aber ist das gut? Du sagst es doch, weil du es sagen willst. Der Stich ins Herz erfolgte dann aber, wenn man auf ein Ich-liebe-dich lediglich ein arschkaltes oder gar genervtes Ich-weiß entgegnet wurde. Ja, soll sie dich anlügen? Sie ist in dem Moment kalt. Soll sie dann sagen, dass sie dich liebt? Ja. Doch anstatt, dass ich ihr meine Bedürftigkeit zeigte, das wäre eine gute Idee gewesen, wenn du die schon spürst. Was total normal ist in einer Beziehung, ne? Dann hättest du sie tatsächlich ansprechen sollen und sagen sollen, es verletzt mich, ich fühle mich gerade total verunsichert. Und eine Frau, die dich wirklich liebt, die wird damit umgehen können. Der musst du nicht irgendwas vorspielen. Ne? Der musst du auch nicht immer der coole Macker sein, weil es ist auch in der männlichen Polarität zu sagen, hey, ich fühle mich gerade verunsichert. Aber das ist immer noch was anderes als, was ich, wie gesagt, verstehe, ich will dir nur helfen. Ich weiß, das ist alles total menschlich, was du machst. Ne? Es ist immer noch nicht sich verbiegen und zu jeder Veranstaltung mitgehen. Wenn du sagst, hey, ich bin gerade total verletzt, das gibt mir einen Stich ins Herz, das ist auch für sich einstehen, das ist auch polar. Gut, das macht James Bond vielleicht nicht, aber also, das passt jetzt, das Bild passt auch nicht immer.
Aber es ist auch polar. Ne? Aber zur Veranstaltung immer, also hier hinterher zu laufen, das weißt du doch auch. Das ist es nicht. Ne? Doch anstatt dass ich meine Bedürftigkeit zeigte, spielte ich das große Spiel der Distanz mit. Ich gab mich wunderbar, wollte mich interessant machen. Ja, kurz, die Spiele konnten beginnen. Ja, du könnte ich jetzt auch nicht besser sagen. Du hast halt das Spiel mitgespielt. Und ja, und sie ist auch auf der Spielebene. Ja, aber du kannst jemand anders nicht, kriegst das Runde nicht ins Eckchen. Das ist immer das Problem im Pluspol, dass man unbedingt den anderen verändern will. Das geht aber nicht. Das muss man irgendwann mal reinkriegen. Ich kann den anderen nicht verändern. Und wenn er mir nicht geben kann, was ich brauche, dann muss ich mir das verdammt nochmal selber geben oder ich muss einen anderen Partner suchen. Aber ich kann nicht immer eine Beziehung darauf aufbauen, dass der andere sich ändern muss, der ist so wie er ist. Konnte nie wirklich ich sein und litt unter dem Gedanken, dass sie zu ihrem Ex zurückgeht. Ja, gut, das wird sie natürlich auch. Also das ist keine Dreiecke. Das ist immer das Gleiche. Das ist auch eine Art ein Dreieck. Ne? Da hat sie natürlich einen großen Anteil dran, ne? Das ist mir schon klar. Ich steckte bereits bis zum Kinn in stinkender Jauche und versank jeden Tag ein bisschen mehr daran. Und wie ich bereits in der vorigen Mail geschildert habe, versetzte die körperliche Distanz ohne große Erklärung den Todesstoß. Man schickt morgens zum Spiegel und flüstert seinem Gegenüber zu, sie findet dich nicht geil, sie findet dich nicht attraktiv. Ja, Hauptsache du findest dich geil und attraktiv. Dann wird das schon irgendwo zurückkommen aus dem Universum. Außerdem findest du dich doch auch nicht attraktiv. Und ja, und wenn du in einer Beziehung bist, wo du dich immer schlechter fühlst, musst du halt irgendwann sagen, nicht die richtige Beziehung. Kurios, dass es andere Frauen gab, also das ist ja auch schön hier bei dir, die einem deutlich signalisierten, dass man eben doch attraktiv sei. Bedeutet der andere, ja, aber du lebst dieses Spiel. Wenn du jetzt 100% in deiner Selbstliebe wärst, also dann weiß man nie, kann man jetzt schlecht überleben, aber ich könnte mir vorstellen, hättest du vielleicht gesagt, brauche ich das? Hättest du dann vorhin gesagt, du, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich lass uns das beenden und ich hole mir lieber jemanden, eine, die auf mich steht. Das hättest du dann gemacht. Man möchte 25 sexuelle Angebote gegen das eine der Freundin eintauschen. Ja, aber das ist Liebessucht. Das ist nicht, dass die Frau so toll ist. Die Ablehnung, die kühle Distanz, eigene Freundin vernichtet alles um einen herum. Durch das Love-Bombing nach Trennung, das Future-Faking, du bist meine Familie, ich möchte Kinder mit dir, ich kann mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Es kann auch sein, dass sie es in dem Moment, wo sie das gesagt hat, das gemeint hat. Ja, sie ist halt emotional nicht, sehr, nicht so stabil. Ne? Bekam ich jedes Mal die hochkonzentrierte Droge verabreicht, nach der ich mich im kleinen Wurf im Alltag gesehnt habe. So, aber ihre ständigen Zweifel immer und immer wieder, ich weiß auch nicht, warum das immer wieder passiert, dass sie mir in Trennungsgesprächen, in denen letztlich nur beredet wurde, wie wir uns gerade fühlen und nichts sagen oder zeigen konnte, dass sie mich liebt. Blablabla. Also, ich komme jetzt noch ein bisschen her, weil das ist nicht alles. Also, ist natürlich nicht blablabla, bla, aber. Wiederholt sich jetzt ein bisschen. Und jetzt nach der endgültigen Trennung idealisiere ich nahezu alles. Ja, also erstmal, das ist auch ein bisschen, weil sie sich getrennt hat. Ne? Also, Rejection breeds Obsession, sagen die Engländer. Also, das ist sogar nicht toxische Beziehung so. Wenn man zurückgewiesen wird, das ist aber bei Männern genauso. Also. Wenn eine Frau, die nie erlebt hat, dass ein Mann sich von ihr trennt, die immer die geilste war, wenn die mal ein Mann kommt, der sich von ihr trennt und sagt, ey, ich hab keinen Bock auf dich, was meinst du, wie diese Frau dann den Mann idealisiert, der das gemacht hat, der so unabhängig ist? So, ne? Ja, also erstmal ist das normal, ne? Also wenn man zurückgewiesen wird, erhöht sich die Attraktivität des anderen. Aber ist diese Frau jetzt dadurch wirklich attraktiver? Ich vermisse den größten Mist aus dieser Beziehung. In meinem Kopf war es dann alles gar nicht mehr so schlimm. Ja gut, das wird dir jeder, der in meiner toxischen Beziehung war, bestätigen, dass man nach ein paar Wochen immer raus ist. Deswegen arbeite an deinen Gedanken. Also hol die Frau vom Sockel runter. Mach dir eine Shitlist, mach Modul 0. Ich glaube, du hast Modul 0 noch nicht mal gemacht. Mach dir eine Shitlist, guck dir jeden Tag drauf. Also du denkst falsch. Das ist dieses Liebeskummerdenken. Ne? Mangel, das ist totales Mangeldenken. Das ist jetzt aufgerissen. Und ja, natürlich deine Ex war auch im Mangeldenken, ne? Gegenüber dem Ex vor dir da. Aber es ist, halt erstmal ist innen sowieso alles.
Und dann gibt es noch 4 Milliarden andere Frauen. Es ist nicht die eine. Und die wollte nicht mit dir zu... Also willst du sie so zwingen, dich zu lieben oder was? Also es bringt nichts. Du kannst noch so viel nachweinen. Du gibst immer weiter Energie ab an sie. Es bringt nichts. Das holt die Frau nicht zurück. Wenn du jetzt sagst, ach ja, ich denke wehmütig nochmal drüber nach und ach Mensch, es war eine schöne Zeit und danke, danke, dass ich diese Zeit hatte. Okay. Aber nur weil du sie jetzt so doll liebst, kommt sie nicht wieder. Ne? Da würde ich doch lieber denken, wie kriege ich das jetzt mal raus aus meinem Kopf. Ne? Das Idealisieren in einer Beziehung und dieser Beziehung lässt eine Verarbeitung der Trennung nicht zu. Ja, aber es ist nicht irgendein Männchen in deinem Kopf, was die Frau idealisiert. Du bist das. Du kannst es beenden. Man kann nicht loslassen. Man sagt doch mal, ich kann nicht loslassen, weil es sich falsch anfühlt, obwohl die Beziehung faktisch falsch war. Ja, aber das meine ich. Da guck doch mal weiter nach. Da kannst du Modul 1 gucken. Wie waren meine Eltern? War es vielleicht vertraut, weil ich das kenne aus der Kindheit? Oder. Mach die Arbeit. Hör auf, über die Frau nachzudenken. Mach die Arbeit. Jede Person, der man sich anvertraut hat während der Beziehung, beglückwünscht und gratuliert, dass dieses Auf und Ab ein Ende hat. Ja, es ist eigentlich nach so viel Hilfe da. Aber ich selbst glaube, dass ich etwas ganz Wertvolles verloren habe. Das ist, wenn man in diesem liebessüchtigen Modus ist, glaubt mir, als jemand, der es auch erlebt hat, also wenn du da mal drauf aufwachst aus deiner Liebessucht, wirst du feststellen, dass diese Frau, dieser Fantasie, der Fantasie, die du in sie reingelegt hast und die sie natürlich auch, an der sie mitgebastelt hat, dass diese Frau dieser Fantasie ab und komplett nicht entspricht. Das ist ein Denkfehler. Das Idealisieren ist der wahre Albtraum. Vielleicht weiß man, dass es nicht gut, sogar schädlich war, aber man fühlt es nicht. Ja, mach Modul 1. Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Das ist so, diese Beziehung. Und das haben Millionen Leute schon so erlebt. Also allein auf meinem Kanal gibt es Tausende, die das erlebt haben. Es ist nicht so einzigartig. Was tue ich, verfluchte mal, damit dieses grausame Idealisieren aufhört? Ja, hör auf, hol sie vom Podest runter. Fang mit Modul an, mach dir eine Shitlist, trenn die Bänder und sag, hey, das ist vorbei. Und selbst wenn diese Beziehung nochmal eine Chance haben sollte, ist doch wohl klar, wer auf ihn zukommen muss. Also bestimmt nicht du auf sie. Das wird sie wahrscheinlich sowieso machen, aber das ist eine andere Frage. Aber du musst nichts machen. Du kannst, selbst wenn du sie zurücknehmen würdest irgendwann, ist jetzt die Zeit, an dir zu arbeiten irgendwie. Und du musst, wenn du, selbst wenn du, was zu 99,99% nicht passiert, zu dieser Frau jemals eine normale Beziehung haben wollen könnten würdest, konditional Futur 4 ist das, und die Frau sich wieder melden würde, würde es bestimmt nicht funktionieren, solange du noch in diesem Suchtmodus bist. Also, du hast keine Wahl, du kannst das. Also du bist nicht deine Emotionen, du bist nicht deine Gedanken, du bist eine unendliche Seele, die sich von sowas nicht vom Sockel holen, also die sich von sowas nicht aus den Socken hauen lässt. So, ne? So, guck mal, jetzt krempel mal die Ärmel hoch und leg los. So, und wir werden uns bald wiedersehen.